Heute habe ich für euch ein richtig, richtig, richtig gutes Buch mitgebracht. Natürlich, es ist ja auch von Laura Purcell, eine Autorin, die im Pfister Verlag einen ganz besonderen Stellenwert hat, weil ihre Bücher unglaublich toll sind und sie eine neue Ära der Horrorliteratur eingeleitet hat, nämlich viktorianischen Horror. Ein Genre, das aus den USA so langsam rüberschwappt und ich finde, es ist sehr vielversprechend. Die Autorin ist klasse. Also zum Auftakt, als ihr erster Roman im Pfister Verlag erschienen ist, da durfte ich auch das Hörbuch dazu einsprechen, Die stillen Gefährten. Wenn ihr es noch nicht kennt und von mir gelesen haben wollt, guckt mal auf meinem Etsy-Shop oder auf Audible, BookBeat, wo auch immer. Da könnt ihr es hören. Die anderen Bücher habe ich nicht gelesen, aber das. Und wie ihr auch schon optisch seht, hat Laura Purcell wirklich ein bisschen mehr Aufwand im Pfister Verlag bekommen. Es geht zum Beispiel um diesen Farbschnitt, der wie immer so wunderschön ist. Es war ja bei der stillen Gefährten zum Beispiel auch ein Goldschnitt. Hier ist es nur farbig, aber es ist wunderschön. Es sind blau-weiße Ornamente, Blumen und in den Blumen sind Totenköpfe, falls ich es jetzt nicht so, also falls ihr es nicht gut sehen könnt. Und natürlich auch im Inneren so liebevoll wieder gestaltet. Lieber Pfister Verlag, ich liebe euch allein dafür schon. Ich finde es auch ganz toll, dass diese Autorin einen ganz besonderen Stellenwert hat. Und jedes ihrer Bücher ist ein Garant für eine fantastische Geschichte. Und ich kann euch versprechen, dass ihr sofort in den ersten paar Minuten, die ich euch gleich schon vorlese, sofort in diese Geschichte reingezogen werdet. Ich finde, es ist auch was Besonderes bei Laura Purcell, dass man einfach kein Gefühl mehr für Raum und Zeit kriegt. Also wenn ihr eine Weile das Buch lest, oder nicht nur das, jedes ihrer Bücher, verliert ihr wirklich das Gefühl, ihr lebt hier. Ihr fangt an, viktorianisch zu denken. Und das sind auch so viele unfassbare Details. Ich finde, man erlebt diese Bücher von ihr mit allen Sinnen. Wenn dort Rauch aufsteigt, dann riecht man diesen Rauch. Wenn dort Rahmenkrähen krächzen, dann hört man das. Und wenn es regnet, dann spürt man diesen kalten, nassen Regen und diesen Wind im Gesicht. Ich habe schon das Gefühl, dass man wirklich Teil dieses Buches wird. Es sind viele kleine Details. Ich glaube, es heißt Chandelier. Ich hatte es schon vor ein paar Wochen auf TikTok gesehen und mich drin verliebt und dann vergessen, was es ist und jetzt wiedergefunden. Es kommt auch gleich am Anfang im Buch, wird es erwähnt. Das ist ein Accessoire, das haben Frauen früher getragen, zum Beispiel Krankenschwestern oder auch so höhergestellte Dienstmädchen oder Hausmädchen. Das ist wie so ein Schlüsselanhänger mit ganz vielen Bändern dran, wo verschiedene Accessoires dran sind. Eine Schere, eine Trillerpfeife, eine Pinzette, ein Löffel, eine kleine Uhr, alles sowas, was man so braucht, als ein Set. Oh, das ist so schön. Ihr müsst mal googeln. Das sieht so schön aus. Ich liebe das. Und es sind so viele Details, die das Buch wirklich lebendig machen. Und dann natürlich die Handlung. Ich lese euch jetzt den Klappentext vor und dann werde ich euch einfach mitnehmen. Ihr werdet beim Zuhören oder später beim Lesen wirklich in eine Art viktorianischer Euphorie reingesaugt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ihr werdet es merken. Ein Haus voller Geheimnisse, Angst und Wahnsinn. Die Schwindsucht raubte Dr. Pinecroft mehrere Kinder und die Frau. Nur seine Tochter Louise ist ihm geblieben. Erfüllt von Trauer zieht er mit ihr in ein weitläufiges Anwesen am Meer, das einsam über den Klippen von Cornwall steht. Aber Dr. Pinecroft hat Pläne. Überzeugt, dass eine Heilung möglich ist, lässt der Arzt einige an Schwindsucht leidende Gefangene in die Höhlen unter Morvorin House bringen. Was dort geschieht, hat Folgen, die über die Jahrzehnte hinweg nachhallen. 40 Jahre später trifft Hester Y ein und die inzwischen teilweise gelähmte und stumme Miss Louise zu pflegen. Doch in ihrem neuen Zuhause lauert das Unheil. Ja. Jeder in diesem Haus hat Geheimnisse und eine dunkle Geschichte zu teilen oder die entdeckt werden soll. Ich fange einfach an. Lehnt euch zurück. Die Liebe ist fragil, sagte meine Mutter einmal. Sie kann zerbrechen. Für manche Menschen mag das wahr sein, aber nicht für mich.
Meine Liebe ist etwas, das Besitz ergreift. Eine Ranke, von der ich mich nicht befreien kann und die mich mitunter in die Tiefe zieht. Sie schleppte mich bis nach Cornwall, in eine Grafschaft, in die ich nie zuvor einen Fuß gesetzt habe. Hätte ich diesen kalten Nebel gespürt, hätte ich es mir vielleicht noch einmal überlegt, ob ich mich auf die Anzeige als Krankenschwester und Kammerzofe bewerben soll. Aber habe ich wirklich eine Wahl? Ich kann nie mehr nach London zurückkehren. Ich muss die Postkutsche nach irgendwo nehmen und es scheint angemessen, ans Ende des Landes zu flüchten, an einen Ort, der am Rande der Landkarte liegt. Es ist der bitterste Winter, solange ich mich erinnern kann. Selbst für Schnee ist es so kalt. Eine in weißer Unschuld gewaschene Welt sollte mir Trost spenden, aber nein. Das hier ist die Jahreszeit von Schneeregen und metallblauem Himmel. Alles ist grau und kalt, wie im Eiskeller, wie in meinem Herzen. Gefrorene Äste kratzen wie mit Fingern über das Dach, während wir mit schlitternden Rädern über die Straßen rasen. Nicht einmal der saure Atem und der Körpergeruch meiner Mitreisenden erwärmen die Luft in der Kutsche. Eine ältere Frau, die nach Nachttopf riecht, drückt sich dicht an mich. Mir gegenüber spreizt ein brutales Ungetüm von Mann die Beine. Offiziell bietet die Postkutsche innen Platz für 4 Fahrgäste. Doch dieser Fahrer hat 6 von uns hineingezwängt. Meine Arme sind an die Seiten geklemmt, ohne Gefühl. Dabei sind wir die Glückspilze, die drinnen sitzen und nicht auf dem Dach. Die Fenster klappern ununterbrochen in ihrem Rahmen. Der Schneeregen prasselt unaufhörlich. Schatten kriechen über die Gesichter der Fahrgäste mir gegenüber, breiten sich wie Flecken aus. Nur ihre Augen bleiben hell und glänzen hin und wieder mit einer nahe tierhaften Hinterlist. Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, dass wir die armen Pferde das letzte Mal gefüttert haben. Meine trockenen Lippen beginnen zu zucken. Den ganzen Tag bin ich schon unterwegs, ohne jegliche Linderung. Gekleidet wie ich bin, in ihren ausrangierten Sachen, mache ich einen seriösen Eindruck. Es wäre unpassend, jetzt mein Taschenfläschchen hervorzuholen und die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Das wäre unschicklich, rücksichtslos. Und dennoch, meine Lippen sind sehr trocken. Ich könnte es wagen. Ich muss es wagen. Gegen meine Begleiter ankämpfend manövriere ich meinen am Handgelenk hängenden Pompadour auf den Schoß meines Kleides. Das Zinnfläschchen darin schlägt gegen meinen Oberschenkel. Mit geübten Händen richte ich den Hals zur Kordelöffnung meines Pompadours aus und ziehe den Pfropfen hinaus. Die anderen Reisenden werden zwar sehen, wie ich die Tasche zum Mund führe, aber nicht, was sie enthält. Nur einen Schluck, schnell und flüchtig, wie die Berührung der Lippen meines Liebhabers. Das genügt. Als Arznei. Ich senke den Pompadour, füge den Pfropfen wieder ein. Niemand bemerkt es. Aber auch ohne ihre Blicke spüre ich einen Anflug von Scham. Ein inneres Bewusstsein, dass ich mich in letzter Zeit etwas zu sehr auf Spirituosen verlassen habe. Aber Alkohol reinigt die Wunden, nicht wahr? Wasser rinnt über die Scheiben, trüber Nebel kriecht durch die Ritzen der Türen. Ein ungebetener Gast. Im Moment scheint mir, dass dies die Hölle sein muss. Keine Feuergrube, sondern auslaugende Kälte und die Sehnsucht nach Ruhe, die nie gewährt wird. Das tote Fleisch, die Marmorstatuen, die über den Gräbern stehen, beide sind eiskalt. Endlich ertönt der Ruf vom Dach. New London Inn, Exeter. Unser Ziel. Doch das wilde Tempo wird nicht gedrosselt, stattdessen ertönt ein schreckliches, hohes Kreischen. Mit einem Mal dreht sich die Kutsche. Wir werden gegeneinander geschleudert. Die alte Frau neben mir schreit. Zum ersten Mal bin ich froh, zwischen ihr und dem großen Mann eingezwängt zu sein. Ihre Masse hält mich an meinem Platz. Andere haben weniger Glück. Als wir ruckartig zum Stehen kommen, höre ich ein Knacken, spüre ein Kribbeln in meinen Backenzähnen. Die folgende Stille ist ohrenbetäubend. Der Mann neben mir räuspert sich. Ah, wahrscheinlich ein Postsack, sagt er wenig überzeugend. Ich weiß, dass es das nicht ist. Schreie von draußen, die anderen 5 Passagiere starren sich an. Nur ich lehne mich nach vorne und höre, wie der Kutscher oben auf dem Kasten flucht. Seine Worte klingen wie eine Beschwörung und wecken etwas, das ich schon lange für tot gehalten habe. Das alte Gefühl, gebraucht zu werden. »Lassen Sie mich hinaus!« rufe ich. »Bewegen Sie sich! Um Himmels Willen, bewegen Sie sich!« Der grobschlächtige Mann rührt sich kaum. Ich muss über seine Beine klettern und die Tür aufreißen.
Kalte Luft strömt herein und brennt mir auf den Wangen. Ich springe aus der Kutsche. Ich lande schwer auf meinen Knien, die ich mir aufschürfe, und verfehle nur knapp einen Misthaufen. Der enge Knoten meines Pompadours reibt gegen mein Handgelenk. Obwohl es erst später Nachmittag ist, ist es auf dem Hof beängstigend dunkel. Alles riecht nach Rauch und Stroh. Unsere Kutsche steht fast völlig verkehrt herum, mit der Hinterseite zum Hofeingang. Dicke schwarze Linien auf dem reifbedeckten Kopfsteinpflaster zeigen die Spuren, die Räder hinterlassen haben, als sie zu schnell auf dem Eis aufschlugen. Es ist die Schuld des Kutschers, der nicht rechtzeitig die Ketten anlegte. Die Kutschenlampen beleuchten die von den Pferden aufsteigenden Dampfschwaden und weiter hinten tiefrote Blutflecken auf dem Kopfsteinpflaster. »Ein Wundarzt!« ruft jemand. Wie ich vermutet habe, ist ein Passagier vom Dach gestürzt. Er kommt wieder zu Bewusstsein. Die Augenlider zucken und die Lippen spucken ihren Schmerz aus. Doch niemand nähert sich ihm. Ein paar Stallburschen stehen im Halbkreis und betrachten ihn, als wäre er ansteckend. Ich sollte es ihnen gleich tun. Es dabei belassen, bis ein Wundarzt eintrifft, um den Verletzten zu helfen. Aber ich habe mit meinem Vorsatz, mich unauffällig zu verhalten, bereits gebrochen, als ich aus der Kutsche sprang. Er stößt ein herzzerreißendes Stöhnen aus und ich weiß, dass ich nicht länger zögern kann. Ich dränge mich an den Stallburschen vorbei und gehe neben dem Patienten in die Knie. Der Anblick ist nicht schön. Sein Kopf ist am Haaransatz aufgeplatzt und eine fleischartige, korallenrote Substanz säumt die Wunde. Wenn ich nicht eingreife, wird er mit Sicherheit sterben. Mit einer behandschuhten Hand drücke ich den Riss zu und spreche Worte des Trostes, die ich auswendig gelernt habe. Kupfernes Blut mischt sich unter den Gestank von Pferden und Holzrauch. Still jetzt, ich werde Ihnen helfen. Er stöhnt. Nur ein Bruch kann den Winkel seines rechten Beins erklären. Ich bete, dass es kein offener ist, denn dann würde er die Gliedmaßen ganz und ganz verlieren, falls er die Amputation letztlich überlebt. Als ich aufschaue, sehe ich, dass der Schaffner und der Kutscher abgestiegen sind. Drei der Passagiere aus dem Innenraum haben sich ebenfalls hinausgewagt, um zu gaffen. Aber die Reisenden auf dem Dach sitzen wie versteinert da. Ich kann es ihnen nicht verdenken. Hätte ich diesen Mann hinabstürzen sehen, hätte ich Angst, selber zu fallen und sein Schicksal zu teilen. Ich erkenne den korpulenten Mann, der neben mir in der Kutsche so viel Platz einnahm. »Sie da!« dröhnt meine Stimme gebieterisch. »Kommen Sie her, leihen Sie mir Ihren Stock!« Er stolpert vorwärts, lässt seinen Gehstock mit dem Bernsteinknauf fallen und will sich zurückziehen, aber ich, vielleicht von einem unwürdigen Rachegefühl getrieben, brülle: »Jetzt die Bänder vom Gepäck! Schnur, Kordel, irgendwas Starkes! Bringen Sie es mir! Beeilen Sie sich!« Die beiden anderen Fahrgäste eilen ihm zu Hilfe. Ihre Gestalten bewegen sich vor dem schattigen Rumpf der Kutsche hin und her. Trotz allem spüre ich ein Hochgefühl. So lebendig habe ich mich seit vielen Wochen nicht gefühlt. Die Muskeln in meinen Händen sind weniger erfreut. Sie beginnen zu klagen. Das Blut des Patienten pulsiert unter meinen Fingern im Takt meines eigenen Herzschlags. Ich wende mich an den Schaffner neben mir. »Sir, bitte legen Sie Ihre Hände hier hin, wo meine sind.« Er starrt mich an, als ob ich den Verstand verloren hätte. »Sie hinlegen?« »Zu beiden Seiten der Wunde und drücken Sie fest zu. Sie haben noch Kraft, nicht wahr?« »Es ist eine unnötige Frage. Ich habe schon Zugpferde gesehen, die weniger Muskeln besaßen.« Sein Gesicht verzieht sich. »Wirklich, Miss, für sowas werde ich nicht bezahlt. Großer Gott, was sind Sie nur für ein Mann?« rufe ich. »Die Geschichte wird in den Herbergen die Runde machen, wie sie es mit den Ketten vermasselten und dann eine um Hilfe schreiende Frau im Stich ließen, weil sie kein Blut sehen können.« Das kommt bei ihm an. Er gehorcht, wenn auch widerwillig, und beäugt mich, als wäre ich ein Hund, der ihn angreift. Ich vermute, dass er mich bis jetzt für eine Dame hielt. Das ist eine Illusion, die ich jetzt nicht länger aufrechterhalten kann. Ich hole das Taschenfläschchen aus meinem Pompadour und schütte den Gin in den klaffenden Mund des Patienten. Keine Chance diesmal, dass meine Begleiter es für Wasser halten. Der Geruch steigt auf wie Schamesröte, um mich zu verurteilen. Es sorgt für Stirnrunzeln, aber ich kann meinen Tun nicht bereuen. Bei den Verletzungen dieses armen Mannes bedauere ich nur, dass ich ihm nicht etwas Stärkeres verabreichen kann. Er rührt sich nicht. Jede Spur von Farbe ist aus seinem Gesicht gewichen. Seine Augen starren, aber sie sind glasig und ich bezweifle, dass sie mich oder irgendetwas anderes aus dem Schmerz wahrnehmen. Zaghaft berühre ich sein Bein. Kniehosen und Wollstrümpfe sind zerrissen und offenbaren grausame Schürfwunden. Aber mein Gebet wurde erhört.
Es gibt keine Löcher, keine ekelerregenden Knochen, die sich durch die Haut bohren. Der Bruch ist sauber. Ich nehme selbst einen Schluck Gin, um Mut zu schöpfen für das, was ich als nächstes tun muss. Es ist, als würde ich Eissplitter trinken. Ein paar tiefe Schlucke beflügeln meine Sinne und schärfen meine Sicht. Ich lege meine Hände auf das Bein, leite Willenskraft in meine Finger. Ziehe. Es gibt ein schreckliches, nasses Knacken. Mein Patient brüllt, die Pferde bäumen sich in ihren Geschirren auf, selbst der Schaffner sieht aus, als würde er in Ohnmacht fallen. Sie werden es mir noch danken, rufe ich über den Tumult hinweg. Der Verletzte hört es nicht, er ist in Ohnmacht gefallen. Er legt den Stock an sein Schienbein und ich binde mit der stibitzten Schnur fest. Eine erbärmliche Schiene, aber besser als nichts. Ich habe das Ergebnis von Brüchen gesehen, die im falschen Winkel zusammenwuchsen. Ein Leben lang Missbildung und Schmerzen. Aber das Bein dieses Mannes sieht gut aus. Gerade. Wie lange ist es her, dass ich diesen sanften Triumph gespürt habe? Dieses warme Kribbeln, das sich bis in die Fingerspitzen ausbreitet. Nicht einmal ein Gin kann solch ein Gefühl erzeugen. Ich habe repariert, was zerbrochen war. Vielleicht, wenn ich auf diesem Weg so weitergehen könnte. Eine schwere Hand legt sich auf meine Schulter. Die Gestalt eines ganz in Schwarz gekleideten Mannes zeichnet sich im Schein der Laterne ab. Er trägt eine gepuderte Perücke und einen hochmütigen Gesichtsausdruck. In der freien Hand hält er einen Handkoffer, aus Ochsenleder, anders als der ramponierte meines Vaters, aber er ist kleiner und ich bezweifle, dass er viel Brauchbares enthält. Ich erkenne einen Quacksalber, wenn ich einen sehe. Das genügt, Madame. Ich werde von jetzt an übernehmen. Wer von euch Burschen wird diesen Mann in die Herberge tragen? Es kommt Bewegung in die Sache. Hufe klappern, eine weitere Kutsche nähert sich dem Hof. Die Schaulustigen, die meinen Anweisungen so zögerlich gefolgt sind, beeilen sich, dem Fremden zu helfen. Aber ich... Bitte warten Sie, ich habe noch nicht... Meine Worte sind sinnlos. Ich bin unsichtbar. Sie schnappen sich den Patienten, der mir Sinn und Zweck gab, und tragen ihn fort. Ich bin mir sicher, Sie haben nach bestem Wissen und Gewissen geholfen, spottet der Quacksalber. Sie müssen jetzt einem echten Arzt erlauben, ihn zu behandeln. Könnte ich Ihnen nicht helfen? Flehe ich ihn an. Das ist nicht nötig. Er winkt lässig mit der Hand ab und schlendert davon. Als wäre ich so unbedeutend, dass er mich nicht weiter beachten muss. Ich bleibe allein zurück. Der Atem keucht aus meinem Mund, wird zu Nebel. Großer Gott, was habe ich getan? Sie werden sich jetzt an mich erinnern. Daran gibt es keinen Zweifel. Niemand, der die Postkutsche von Salisbury nach Exeter nahm, wird mein Gesicht vergessen. Mein Verhalten, als ich dem Verletzten geholfen habe. Sie werden sich an beides erinnern, wenn Sie danach gefragt werden. Wie kalt es ist. Kälter, als ich es bei meinen Bemühungen empfunden habe. Ein strafender, beißender Wind. Ich wünschte, ich hätte Zeit gehabt, meinen Mantel einzupacken, bevor ich fortlief. Ich stampfe mit den Füßen, versuche, meine Beine zu spüren. Lieber Gott, warum habe ich diesem Mann geholfen? Es hat nichts genützt. Unter der Obhut dieses hochmütigen Quacksalbers wird er wahrscheinlich ohnehin sterben. Aber die Erinnerung an mein Tun wird bleiben. Das ist meine Schwäche. Ich handle aus einem Impuls heraus, ohne auf die Folgen zu achten. Ich habe nichts dazugelernt. Nach all den schrecklichen Nachwirkungen meiner Torheit habe ich immer noch nichts gelernt. Meine gefrorenen Hände stechen, als wären sie mit Nadeln gespickt. Ich reibe sie aneinander, schnaufe. Blut tränkt meine Ziegenlederhandschuhe. Auch auf meinem Reisekleid sind Spritzer zu sehen, zusammen mit Strohfetzen und einem Fleck, der wohl Pferdemist ist. Aber das Schlimmste sind die Handschuhe. Blut an meinen Händen. Am liebsten würde ich sie mir herunterreißen und mit den Füßen zertreten, aber ich widerstehe, denn ich weiß, dass der Fleck auf meiner Haut sein wird, eingefärbt in die Ritzen meiner Handflächen. Ein paar Stallburschen führen frische Pferde hinaus. Die Tiere scheuen vor mir und rollen mit den Augen, als wäre ich eine Bedrohung. Die Fenster der Herberge sind voller Gesichter. Sie starren mich an. Sie fragen sich, wer und was ich bin. Wie kann ich nur so eine Närrin sein? Mein kleiner ramponierter Reisekoffer liegt in einer Pfütze aus gefrorenem Schlamm, in die der große Mann ihn geworfen haben muss, als er nach Schnüren suchte. Ich rette ihn und drücke ihn an mich. Letzten Endes ist dies das einzige Zuhause, das ich noch habe. Alles, was ich schätze, ist in diesem Koffer enthalten. Und jetzt mache ich mir Sorgen, dass er unsanft behandelt wurde. Vielleicht ist etwas kaputt gegangen.
Ich bin versucht, mich zu vergewissern, aber ich habe keine Zeit. Die Kutsche der Old Exeter Mail wartet auf niemanden und hat ihren 10-minütigen Aufenthalt bereits beendet. Unsere neuen Pferde kauen an den Trensen, während der Kutscher seinen Sitz wieder einnimmt und die vielen Patten seines Wintermantels flattern lässt. Eine weitere beschwerliche Reise liegt vor uns und ich bin jetzt schon todmüde. In der kurzen Zeit zwischen den Etappen hatte ich mir vorgenommen, wenigstens meine Blase zu entleeren. Aber jeder Augenblick meiner Auszeit war dem verletzten Mann gewidmet. Jetzt muss ich meinen Koffer in den Korb packen und zurück in die Kutsche neben die stinkende alte Frau klettern. Diesmal drückt sie sich nicht dicht an mich heran. Alle Fahrgäste halten Abstand. Ich habe nicht erwartet, dass ich diese Stelle antreten würde, ohne mich an meinen Arbeitsbeginn am Hanover Square zu erinnern. So sehr ich ihn auch zu vergessen versuche, hat sich dieser Tag dennoch in mein Gedächtnis eingebrannt. Es war klar, dass ich Vergleiche anstellen würde, aber auf so einen starken Kontrast war ich nicht vorbereitet. Es ist fast 4 Uhr morgens. In der Herberge der Poststation von Falmouth stinkt es nach schalem Bier und Zahnfäule. Die griesgrämige Wirtin erlaubt mir nicht, eine Kammer zu benutzen, es sei denn, ich bezahle für die ganze Nacht. Also kauere ich mich neben das Gebüsch und versuche mich im Schutz des kargen Lichts umzuziehen. Ich bin wirklich tief gesunken. Es schmerzt mich, wenn ich daran denke, wie glücklich ich war, als ich die Stelle der Zofe von Lady Rose bekam. Ich hatte so sehr gehofft, dass ich diesmal Glück haben würde. Mutter und ich hatten ein neues Kleid genäht, das ich vorsichtig anlegte. Ich stand steif da, damit der Stoff nicht knitterte. »Ruinier's nicht«, sagte meine Mutter. Damit meinte sie nicht nur das Kleid. Jetzt knülle ich ein blutverschmiertes Kleid und Handschuhe zu einem Bündel zusammen und schiebe es so weit wie möglich unter meine anderen Sachen. Das meiste Blut ist getrocknet, auch an meinen Handflächen. Ich spucke darauf und reibe sie aneinander, bevor ich mir frische Handschuhe anziehe. Das Leinenbündel oben im Koffer ist immer noch fest verschnürt. Behutsam schüttle ich es. Es folgt kein ekelhaftes Klirren von zerbrochenem Porzellan. Die Erleichterung treibt mir Tränen in die Augen. Ich dachte, es könnte noch trostloser werden. Aber jetzt wird mir klar, wie es wäre, wenn ich das hier verlieren würde. Meine Lippen sind sehr trocken. Ich schließe den Koffer und verriegle ihn. Ich kämpfe mich aus dem Gebüsch, schüttle Staub ab und suche mir einen Platz neben der Herberge, wo ich mich mit meinem neuen Arbeitgeber verabredet habe. Die Nacht ist pechschwarz und ich bin froh über die Dunkelheit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mein Kleid richtig zugeknöpft habe und ob womöglich Zweige aus meinem Haar ragen. Was für ein miserabler Anfang. Der Wind salzt meine Lippen. Die Möwen erwachen und rufen vom Hafen her, aber es ist nicht der angenehme Klang, den ich erwartet hätte. Ihre Stimmen sind schrill, feindselig. Ich hatte gehofft. Ach, doch, das waren die Gedanken eines naiven Mädchens. Ich denke ständig, ich könnte die Vergangenheit auslöschen. Ich habe es nicht verdient, hier glücklich zu sein. Nur eines kann mir helfen. Ich setze den kalten Rand des Taschenfläschchens an meine Lippen und sauge. Es ist leer. Wie kann es denn schon leer sein? Natürlich der Mann, der vom Dach gefallen ist. Oh, noch einmal sehe ich seinen klaffenden Mund, sein schmerzverzerrtes Gesicht. Und so gemein es auch ist, ich missgönne ihm jeden Tropfen. Er wird ohnehin bald sterben. Mein Schnaps dürfte ihm nicht geholfen haben. Ich hätte ihn für mich behalten sollen. Auf einmal spüre ich die Angst in meiner Brust und die üblen Gerüche, die der Wind mit sich bringt. Teer, altes Seil, toter Fisch. Ohne Gin werden die Erinnerungen an die Oberfläche gespült. Ich darf nicht in Panik geraten. Bin ich nicht bei einer Herberge? Drin warten ganze Fässer und Flaschen mit Spirituosen. Ich muss in den Schankraum eilen und den Wirt bitten, mein Fläschchen aufzufüllen. Ich mache mich auf den Weg, doch dann bimmelt rechts von mir Pferdegeschirr. Ein Ponywagen schält sich aus der Dunkelheit, gefahren von einem alten Mann. Miss Why? Die Enttäuschung trifft mich so sehr, dass ich vergesse, auf meinen angenommenen Namen zu reagieren. Hester Why? Wiederholt er. Ja, zu laut, zu schnell. Ich bin gekommen, um sie zum Morvoran-Haus zu bringen. Er ist tief über die Zügel gebeugt. Das Pony stammt aus einer mittelmäßigen Zucht. Es wirft den Kopf hoch und schnaubt, als würde es auch nicht viel von mir halten. Ich habe einen Koffer. Der alte Mann steigt nicht ab, um mir zu helfen.
Sein Gesicht ist verwittert und hart. Zwei Augen lugen aus schmalen Schlitzen unter der Stirn hervor. Womöglich ist er halb blind. Das empfiehlt ihn zwar nicht als Fahrer, aber wenigstens sieht er nicht, wie schlampig ich gekleidet bin. Meine müden Arme schaffen es gerade noch, meinen Koffer hochzuhieven. Ich folge ihm ohne ein Mindestmaß an Eleganz, ganz anders als am Hanover Square. Dort wurden Lady Rose und ich von einer Kutsche mit gelben Brokatstäben, passenden Vorhängen und livrierten Lakaien über so kurze Strecken befördert. Ich kann froh sein, dass der Wind so heftig ist. Ich brauche keine Entschuldigung für meine tränenden Augen. Und wie ist Ihr Name? Erkundige ich mich. Sharon! Das Pony hebt den Schwanz und gibt einen Klumpen dampfenden Kots frei. Sharon schnalzt mit der Zunge. Er lenkt den Wagen weg vom Hof und von meiner letzten Chance auf kostbaren Gin hinaus ins Weite. Schon bald lassen wir die Lichter und das geschäftige Treiben in der Postherberge von Falmouth hinter uns. In meinen Augen scheint die Dunkelheit vollkommen zu sein. Unsere Lampen sind jämmerlich schwach und beleuchten lediglich den Rücken unseres Ponys, das dahin trottet. Jeder Hufschlag hallt in meinen Hüften wieder, fast so sehr, dass ich die Federung der Postkutsche vermisse. Meile folgt auf Meile. Das Kopfsteinpflaster weicht einem zerfurchten Feldweg. Unser Wagen ist allen Winden ausgeliefert, wird hin und her gerüttelt. Der Schneeregen prasselt auf meine Wangen. Jeder Tropfen ist ein kalter Nadelstich. Ich ziehe die Knie auseinander, verschränke die Arme und versuche mir vorzustellen, ich sei weit weg. Es scheinen Stunden zu vergehen. Schließlich stößt das Rad in ein Schlagloch und reißt mich aus dem Dämmerschlaf. Ist das die See, die ich höre, die so vor sich hin murmelt? So ein seltsames Geräusch, unruhig und lauter als erwartet. Ich beuge mich vor, gespannt auf den ersten Blick. Doch was ich sehe, lässt mich erschaudern. Links von mir gähnt ein steiler Abhang, vielleicht 6 Meter tief, der an einem kurzen Streifen Sand und schwarzem Wasser endet. In Träume versunken, habe ich nicht bemerkt, dass unser klappriger Ponywagen eine Klippe erklommen hat. Mein Magen ist so aufgewühlt wie das Wasser unter mir. Eine der wenigen Tröstungen, die ich mir von dieser Nacht erhofft hatte, war endlich den Ozean zu erblicken. Ich hatte ihn mir blau und heiter vorgestellt. Was unter mir brodelt, ist dunkel, beängstigend, mächtig. Ein Kessel voller Dämonen. Steine rutschen unter dem Hufen des Ponys. Ich halte mich verzweifelt fest und sehne mich nach nur einem Schlückchen Gin, um meine Nerven zu beruhigen. Es kommt mir so vor, als wäre ich schon ewig unterwegs, ohne dass ein Ende abzusehen wäre. Nach einiger Zeit streift die Morgendämmerung den Horizont. Die Wolken sind so schwer, als dass man sie sehen könnte. Es entfalten sich nur ganz schwache Pfirsich- und zitronenfarbene Bänder. Dennoch besteht Hoffnung auf Licht und allmählich kehrt Farbe in die Landschaft zurück. Links von mir besänftigt sich das Meer und wird kieselgrau. Möwen tauchen auf, deren weiße Bäuche über uns kreisen. Sie singen traurig und ahnungsvoll ein Klagelied zur aufgehenden Sonne und fordern mich auf, umzukehren. »Wir sind jetzt auf Morvorinland«, krächzt Jaren. Es erschreckt mich, seine Stimme zu hören. »Mir ist nicht aufgefallen, dass wir irgendwelche Tore passiert haben«, bemerke ich. Die meisten Landbesitzer schützen ihr Wild eifrig vor Wilderern, aber hier oben gibt es dafür wenig Anlass. Das Land ist nicht kultivierbar, sondern struppig, mit Büscheln von Disteln und Heidekraut. Hasen ertragen diese exponierte Lage nicht. Die einzigen Vögel haben graue Federn. Da, sehen Sie's! Nach der albtraumhaften Fahrt und den schrulligen Fahrer erwarte ich fast, dass ein düsteres Schloss zu sehen ist, das unmittelbar aus Mrs. Radcliffes Roman stammt. Aber das Morvorin-Haus steht wachend hoch über der Klippe und trotz der Elemente mit ernstem Gleichmut. Es ist breit und gedrungen, 2 Stockwerke hoch und mit grauen Mörtel verputzt, aus dem kleine Steine herausragen. Rauputz, so wird es genannt, glaube ich. Schornsteine krönen das graue Schieferdach. Einer von ihnen raucht. Es gibt keinen Innenhof, keine Springbrunnen, keine Baumallee auf der Rückseite des Hauses. Ein Stallgebäude und ein paar Eschen bereichern als einziges Elemente diese Landschaft. Es besteht keine Gefahr, dass es mich an den Hanover Square erinnert wird. Ich schließe für einen Moment die Augen, erleichtert und enttäuscht zugleich. Warum sollte sich jemand ausgerechnet hier oben niederlassen und nicht in den Tälern?
Ich habe gehört, dass Fischer ihre Hütten in den Klippen gebaut haben. Aber es sind keine zu sehen. Tatsächlich gibt es kaum einen Hinweis auf Gesellschaft, abgesehen von dieser einen unpassenden Wohnstätte, die nah am Abgrund steht. Unser Pony hält neben der Eingangstür an. Etwas knirscht unter unseren Rädern. Vielleicht war es einmal eine Schotterpiste. Jetzt gibt es hier nur noch Gras und Steine. Alle Fensterläden bleiben geschlossen. Das Haus scheint blind, aber unbesorgt zu sein. Ja, es ist der vorherrschende Eindruck, den Maw Warren auf mich macht. Es strahlt eine stoische Ruhe aus. Als wäre es schon immer hier gewesen und würde immer bleiben, trotz der aufgewühlten See darunter. Ich steige vom Wagen ab und nehme den Reisekoffer wieder zu mir. Meine Glieder sind steifer und weit weniger willig als beim Hinaufklettern. Schwindel übermannt mich. Ich muss mich mit einer Hand auf den Rumpf des Ponys abstützen und warten, bis das Trudeln aufhört. Soll ich stürzen? Sollte ich stürzen, würde Jaren mir wohl kaum zu Hilfe kommen. Wenigstens ist die Fahrt im Wagen eine Entschuldigung für mein zerzaustes Haar und mein derangiertes Kleid. Im grauen Morgenlicht wirkt meine Schnürung nur leicht verrutscht. Ein Wunder, wenn man bedenkt, dass ich mich im Dunkeln umgezogen habe. Nun, zumindest bin ich nicht voller Blut. Die Eingangstür ist ein altes Stück Holz, das nicht besonders dick zu sein scheint. Licht pulsiert um die Ritzen an den Kanten. Eine Kerze, die sich dahinter bewegt. Ein Riegel verschiebt sich. Ich schlucke schwer. Jetzt ist der Moment, der Höhepunkt meiner Reise. Die vage, schattenhafte Zukunft, die ich mir ausgemalt habe, wird Wirklichkeit. Ohne mein Taschenfläschchen fühle ich mich unfähig, ihr entgegenzutreten. Die Tür geht krachend auf. Ein etwa 16 Jahre altes Mädchen erscheint, einen Wollschal um Hals und Schultern gewickelt. Sie hält eine Kerze in der Hand, aber der Wind löscht die Flamme in Sekundenschnelle aus. »Kommen Sie herein!« ruft sie mir über den Wind hinweg zu. Sie schlurft zurück, so weit hinein, wie es ihr möglich ist, während sie die Tür mit dem Fuß aufhält. Ich rieche Teig und etwas Zimt. Meine Beine können mich und meinen Koffer nicht schnell genug befördern. Das Mädchen schlägt die Tür mit einem erleichterten Laut hinter uns zu. Sie erwähnt Jaren nicht, der immer noch draußen steht, und ich bin nicht geneigt, ihn ihr ins Gedächtnis zu rufen. Mit der freien Hand reibt sie meine Schulter, als will sie mich damit wärmen. »Sehen Sie sich an, Sie Arme! Völlig durchnässt und blass wie der Mond! Ich bin Marin«, fügt sie lächelnd hinzu. Sie hat eine gewinnende Art und ein sympathisches Gesicht, trotz des großen Muttermals, das eine Wange sprenkelt. »Immer vor allen anderen auf den Beinen!« »Miss Y«, stelle ich mich vor. Diesmal habe ich mich erinnert. »Oh, als ob ich das nicht wüsste! Die ganze Woche nichts als Miss Y dies und Miss Y das! Kommen Sie weiter, wir bringen Sie schnell in die Wärme!« Von allen Begrüßungen, die ich mir vorstellen konnte, habe ich sowas am wenigsten erwartet. In London würde sich ein Küchenmädchen nicht trauen, eine höhere Bedienstete anzusprechen, geschweige denn eine Frau, die mehr als 10 Jahre älter ist als sie. »Sorgen Sie sich nicht wegen Ihrer Stiefel auf dem Boden, ich werde Ihnen nachher sowieso schrubben.« Ihre Worte regen mich dazu an, einen Blick auf die Umgebung zu werfen. Wir stehen in einer großen Eingangshalle, die nicht zum Äußeren des Hauses passt. Alles ist aus Stuck und klassisch, ohne eine Spur von Farbe. An der Decke sind Weinreben eingearbeitet und von einem Giebel über dem Kamin blicken griechische Götter herab. Es erinnert mich an die Auslagen in den Schaufenstern der Konditoren, Formen, die ganz aus Beiser bestehen. Es hat aber auch gar nichts von Glanz, von Kristall und Zehnermarmor am Hanover Square. Marin führt mich durch eine grün bespannte Friesentür, hinter der sich die Bediensteten verbergen. Die von Kaffee geröstete Luft entlockt meinem Magen ein Knurren. Wir betreten eine lange, schmale Küche, in der ein Feuer knistert, dessen orangefarbene Lichter sich in den kupfernen Töpfen spiegeln, die an den Wänden hängen. Die einzige Person, die sich hier aufhält, ist eine stämmige Frau mittleren Alters mit rundem Gesicht und einem Lächeln, während sie ein Brot aus Leinentüchern auswickelt. »Miss Y, Sie sind schon da! Sie müssen erschöpft sein. Setzen Sie sich!« »Marin, nimm mir einen Schal und häng ihn zum Trocknen auf.« »Kommen Sie näher ans Feuer. So ist es gut. Ich schneide Ihnen eine Scheibe von diesem Brot ab und Marin kann uns seinen Tee zubereiten.« Meine Haut kann wieder Empfindungen wahrnehmen. Was schmerzt? Meine Kleider dampfen in der Hitze. Ich muss mich beherrschen, um mich nicht auf die von mir aufgebreiteten Speisen zu stürzen und sie zu verschlingen. Ich sollte einen guten Eindruck machen. »Du meine Güte, wie Ihre Hände zittern!« ruft Marin, als sie mir den Tee einschenkt.
Passen Sie auf, dass Sie sich nicht erkälten. Ja, Sie soll gern glauben, es sei die Kälte. Normalerweise brechen wir unser Fasten im Bedienstetensaal, teilt mir die ältere Frau mit. Aber das ist erst in etwa einer Stunde. Ich dachte, Sie würden lieber hier etwas zu sich nehmen und dann werde ich Ihnen das Haus zeigen. Später ist genug Zeit für ein Treffen mit den anderen. Ich danke Ihnen, Mrs. Quinn. Sie lächelt wieder. Eine ihrer Frontzähne fehlt. Sie kennen mich nur durch die Post. Mrs. Quinn, rufe ich. Dann habe ich mit Ihnen korrespondiert. Verzeihen Sie mir, ich hatte ja keine Ahnung. Diese Frau ist also die Haushälterin. Ich hatte jemanden erwartet, der strenger ist. Sie hat weder ein herrisches Gehabe, noch ist sie feiner gekleidet als Marin. Beide tragen ein gestreiftes Baumwollkleid und eine Leinenschürze. Der einzige Unterschied besteht in ihrer Haube, die mit einem rosafarbenen Band versehen ist, während Marins keins hat. Wir sind nur wenig Personal und haben viel zu tun. Ich helfe gerne in der Küche aus. Sie spricht mit einem leisen Stolz. Stellen Sie sich vor, wie erfreut ich war, eine Zofe mit ihren Fähigkeiten als Krankenschwester zu finden. So etwas ist wirklich selten. Ich kaue an einem Stück Brot, damit ich nicht sofort antworten muss. Marin sieht mich mit einem mädchenhaften, bewunderten Grinsen an. Das ist gar nicht so außergewöhnlich. Mein Vater war Knochensäger bei der Armee, meine Mutter Hebamme. Es blieb nicht aus, dass ich von ihnen lernte. Wir schätzen uns auf jeden Fall glücklich, dass wir sie haben. Obwohl ihre Stimme freundlich ist, sieht sie mich fragend an und ich konzentriere mich auf das Essen, um nicht zu erröten. Ich weiß, was sie denkt, denn ich höre es selbst. Der Akzent, den ich mir am Hanover Square angeeignet habe. Meine Ausdrucksweise passt nicht zu der Erziehung, die ich beschrieben habe. Ihre Empfehlungsschreiben waren sehr schön, fügt sie hinzu. Das sind Fälschungen immer. Marin holt einen Topf und macht sich daran, Trinkschokolade zu raspeln. Ich nehme an, es wird meine Aufgabe sein, sobald ich mich eingelebt habe. Sie gießt etwas Milch dazu, schneidet den Zucker aus dem Zuckerhut und gibt eine Handvoll Gewürze hinzu. Zimt, das habe ich von der Tür aus gerochen, sowie Nelken und Muskat. Ohne Kardamom, so mochte es Lady Rose. Rechts von Marin steht ein quadratischer Backsteinbau in der Ecke. Dampf drückt an den Rändern den runden Holzdeckel nach oben. In dem Boden ist ein Ofen eingebaut. Vermutlich können sie damit große Mengen an Wasser kochen. Das wird sich als nützlich erweisen. Mrs. Quinn kümmert sich um das Hauptfeuer. Es ist ein widerspenstiges Biest, das zischt und flackert, wenn das Wetter durch den Schornstein kriecht. Im Ofenrohr klappert es. Marin hält inne und lauscht. »Sind es wieder die Kobolde, Mrs. Quinn?« lacht sie. »Bringen Sie etwa das Haus zum Einsturz?« Die Haushälterin macht ein zischendes Geräusch, damit sie schweigt, aber in ihren Augen funkelt der Schalk. »Wenn dich Creda hört!« Sie bemerkt meinen verwirrten Blick und wischt sich die Hände an der Schürze ab. »Verzeihen Sie, Miss Y. Es ist eine kleine Belustigung unter den Hausmädchen. Hier gibt es eine ältere Dienerin. Eine aus der Familie, die schon sehr lange in Morvoran ist. Es wäre grausam, ihr zu widersprechen oder sie zu verärgern, aber sie ist ein bisschen... Sie kann... tatig sein«, sagt Marin. »Es muss ein lokales Wort sein. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Aber so wie sich Mrs. Quinns Wangen verfärben, vermute ich, dass es die Übersetzung unhöflich ist.« »Fantasiereich«, sagt Mrs. Quinn. »Die Leute hier in der Gegend haben Bräuche, die ihnen vielleicht seltsam vorkommen, Miss Y. Unsere Familien haben uns immer gelehrt, das kleine Volk zu respektieren.« »Das kleine Volk?« wiederhole ich verwirrt. »Feen.« Sie versucht, den Augenkontakt zu halten, was ihr jedoch nicht ganz gelingt. »Nun, ich kann nicht sagen, ob ich daran glaube oder nicht. Es ist unwahrscheinlich, dass sie existieren, aber Bekannten von mir sind seltsame Dinge passiert, die ich mir nicht erklären kann. Die meisten von uns stellen bereitwillig ein Glas Sahne für sie raus oder etwas in der Art. Aber Creda glaubt fest daran.« »Creda ist abergläubischer als mein Vater«, piepst Marin, während sie die Schokolade mit einem Molinier schäumig schlägt. »Und er ist Fischer.« »Was soll ich darauf antworten?« Ich starre auf meinen Teller, der jetzt leer und mit Krümeln übersät ist. Vielleicht ist es Glück, dass mir das Lächeln längst vergangen ist. »Die Hausmädchen machen ab und zu einen kleinen Scherz darüber«, fügt Mrs. Quinn hastig hinzu. »Unter sich. Aber natürlich würden sie es ihr gegenüber nie aussprechen. Und ich darf nicht zulassen, dass dummes Gerede die Herren erreicht.« »Ach, das ist ihre Sorge.«
Ich kann Ihnen versprechen, dass Sie nichts dergleichen von mir hören werden, Mrs. Quinn. Gut. Haben Sie jetzt genug gegessen? Wollen Sie sich ausruhen, während die anderen ihr Fasten brechen? Am liebsten würde ich mich für immer ausruhen. Die Erfrischung hat meine Lethargie nur noch verstärkt. Meine Schläfen pochen, ob aus Mangel an Schlaf oder aus Mangel an Gin, kann ich nicht sagen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, ich wische mir die Hände ab und stehe auf. Es gibt ein paar Kleider, die ich gerne in meinem Zimmer auspacken würde. Sie teilen es mit Maren. Das Stuhlbein schaut über den Boden. Es ist mir unmöglich, meine Bestürzung zu verbergen, aber ich versuche es trotzdem. Oh, das Haus ist nicht groß, erklärt Mrs. Quinn. Sie beobachtet mich genau. Es gibt keine Gästebetten, das werden Sie sehen, wenn ich Sie herumführe. Ich nicke nur. Eine Kammerzofa, also eine höhere Angestellte, teilt sich ein Bett. Das ist an sich schon eine Beleidigung, aber mit einem kleinen Küchenmädchen zusammengelegt zu werden. Am Hanover Square hatte ich ein eigenes Zimmer, während Dienstmädchen wie Maren in den Küchen auf Stroh schlafen mussten. Ich nehme meinen Koffer und werfe über die Schulter einen Blick auf Maren, als wir gehen. Sie lächelt fröhlich. Es geht nicht gegen sie. Es scheint ein liebenswertes Mädchen zu sein, aber selbst kornische Bedienstete müssen doch verstehen, wie ungewöhnlich das ist. Was für ein Affront es gegen meinen Stolz sein muss. Ein Kopfschmerz zieht seine Klauen um mein Schädeldach zusammen. Die Sicht wird an den Rändern weicher. Ich folge Mrs. Quinn, ohne auf die Umgebung zu achten. Sie hat mir für später eine Führung versprochen. Dann werde ich mich um das Haus kümmern. Vorläufig muss ich nur noch die Treppe bezwingen, die wie eine Miniaturklippe wirkt. Das eiserne Geländer gibt mir etwas Halt, aber es ist mit Kälte geladen und verbrennt meine Handfläche. Sie sind schon eine ganze Weile unterwegs, sagt Mrs. Quinn. Es sind 23 Stunden von Salisbury nach Falmouth. Ungefähr. Danke, dass Sie mir einen Platz im Innern reserviert haben. Die Kosten... Sie gluckst, um meine Dankesbekundung zu unterdrücken. Auf dem Dach würde man erfrieren. Trotzdem, Sie sehen blass aus. Ein wenig Ruhe ist alles, was ich brauche. Vielleicht mache ich etwas Wein warm, wenn ich Sie nach dem Frühstück abhole. Das bringt die Farbe zurück in Ihre Wangen. Wenn sie es nicht tut, werde ich wohl weinen. Wir kommen zu einem Korridor mit Fenstern auf der einen und Holztüren auf der anderen Seite. Die weiße Farbe ist abgeplatzt, darum glaube ich nicht, dass sie von der Familie benutzt werden. Mrs. Quinn dreht den Messingknauf der zweiten Tür und sagt fröhlich, da wären wir. An den Wänden hängen blassgrüne Tapeten. Das ist ein Komfort, den ich nicht erwartet habe. Es ist auch so ziemlich der einzige. Holzlatten auf dem Boden, kein Kamin. Das Bettgestell scheint aus Eichenholz zu sein und hat schon bessere Tage gesehen. Den Spuren nach zu urteilen, wurde es mehr als einmal gegen Ungeziefer behandelt. Darüber ist ein Fenster mit groben, nicht dazu passenden Vorhängen. Es zeigt einen Blick auf das Meer. Die Anwesenheit des Ozeans beunruhigt mich immer noch wie zuvor, als unser Wagen die Klippen erklomm. Er ist so viel größer und mächtiger, als ich es mir vorgestellt habe. Sein Anblick inspiriert mich nicht so, wie ich gehofft hatte. Er lässt mich frösteln. Links vom Bett steht eine Presse für unsere Wäsche. Rechts stehen ein Waschtisch und ein Wasserkrug, jeweils einer. Ich hatte mehr Platz, als ich mit meiner Schwester Meg das Zimmer teilte. Danke, sage ich. Ich bin mir sicher, dass ich mich hier sehr wohlfühlen werde. Aber das werde ich natürlich nicht. Bei jeder Bewegung werde ich mit Maren zusammenstoßen. Ihre hellen, scharfen Augen werden all meine Geheimnisse erforschen. Ich stelle meinen Koffer neben die Presse, nehme meine Haube ab und lege sie darauf. Schon jetzt fühle ich mich eingeengt. Mrs. Quinn wartet an der Tür. Möchten Sie etwas heißes Wasser, Miss Y? Ich möchte, dass sie weggeht. Im Moment nicht, danke. Ein Gähnen entweicht mir und ich mache das Beste daraus und strecke mich theatralisch. Ich glaube, ich werde einfach die Augen zumachen. Das ist ein vernünftiger Gedanke. Aber sie rührt sich nicht von der Stelle. Sorgenfalten liegen auf ihrer rundlichen Stirn. Sie sehen wirklich unpässlich aus. Ruhen Sie sich aus. Ich werde dann und wann nach Ihnen sehen. Endlich zieht sie sich zurück. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der ein Zimmer so langsam verlässt. Sie schließt die Tür so leise, dass ich mir nicht sicher bin, ob sie ganz geschlossen ist. Ich halte einen Moment inne und horche. Mrs. Quinn tut das Gleiche. Es scheint, dass meine Geduld die größere ist, denn in diesem Moment höre ich, wie draußen die Dielen knarren und ihre schweren Schritte verklingen.
Ich atme tief durch und drücke gegen die Tür, um mich zu vergewissern, dass sie wirklich fest verschlossen ist. Dann kommen mir die Tränen. Früher habe ich beim Weinen ein Geräusch gemacht. Ich erinnere mich, wie ich mich schluchzend an Mutters Brust drückte, wie ich an Megs Schulter schniefte. Jetzt nicht mehr. Die Tränen fließen über mein Gesicht wie Wasserperlen an einem Flaschenhals. Es gibt keine rasenden Atemzüge, keine Ausbrüche von Leidenschaft. Weinen scheint mein gewohnter Zustand zu sein. Ich lasse mich auf das Bett fallen und rolle mich instinktiv auf die rechte Seite. Aber das ist nicht unbedingt mein Platz hier. Welches dieser Kissen Maren gehört, kann ich nicht sagen. Beide sind ähnlich flach und riechen nach Teig. Jetzt sind sie beide auch noch nass. Ich verliere wertvolle Zeit. Wer weiß, wann ich das nächste Mal einen Moment für mich allein haben werde. Obwohl mir der Kopf schmerzt, zwinge ich mich aufzustehen und wische mir mit den Handballen über den Augen. Ich muss in meinen Koffer nachsehen. Meine Finger zittern, als ich den Schlüssel ins Schloss stecke und den Deckel an den Scharnieren zurückschiebe. Das kostbare Paket fällt mir in die Hände, als hätte es nur darauf gewartet. Ich packe das Leinen aus, Schicht für Schicht. Ein kurzer Blick auf Rosenblütenrosa. Gold glitzert. Es fühlt sich kalt an, erwärmt sich aber schnell durch die Wärme meines Körpers. Endlich liegt die Schnupftabakdose in meiner Hand. Porzellan, Goldverzierung und der verwallene Geist von Violet Strasburg sind meine einzigen Überbleibsel eines früheren Lebens. Und es wird mich das Leben kosten, wenn ich mit dieser Dose ertappt werde. Sir Arthur, mein früherer Herr, ist kein nachsichtiger Mann. Er besitzt so viel. Er sollte mir dieses eine Schmuckstück gönnen. Aber ich sah seine Anzeige in der Zeitung. Ich riss sie heraus und steckte sie in meinen Koffer, damit niemand die vernichtenden Worte lesen konnte. Esther Stevens, Dienstmädchen des Inserenten, hat sich am 17. Dezember letzten Jahres vom Hanover Square in London entfernt und verschiedene persönliche Gegenstände ihres Arbeitgebers entwendet, unter anderem eine Schnupftabakdose aus rosafarbenem, goldverziertem Porzellan. Sie ist etwa 1,60 Meter groß, hat ein volles Gesicht, aber eine schlanke Figur, hellbraunes Haar. Sie trug ein graues Kleid und einen schwarzen Schal. Es wird angenommen, dass sie nach Westen gereist ist. Wer diese Verbrecherin ergreift, wird dankbar belohnt werden. Wer ihr Unterschlupf gewährt, wird nach dem Gesetze verfolgt. Das war ein kleiner Ausschnitt. Ich würde am liebsten noch weiterlesen. Leute, als ich den Link für das Buch eingestellt habe, den ihr hier abrufen könnt, wollte ich das Buch direkt nochmal kaufen. Einfach aus Reflex, weil ich so geil bin von dem Buch. Es ist so ein spannendes, tolles Buch. Es wird natürlich jetzt langsam nach und nach unheimlich. Und das ist etwas, was Laura Purcell wirklich gut kann. Sie lässt die Grenzen verschwimmen zwischen unserer Welt und der Welt, in der sie schreibt. Und auch dort verschwimmen die Grenzen. Irgendwann weiß niemand mehr, was ist wahr, was ist nicht wahr, was ist Magie, was ist inszeniert und was ist gut und böse. Es sind so viele Mysterien in diesem Haus, so viele Rätsel. Es ist kein normales Haus. Es sind alle Umstände. Alles ist so heftig, dass sie nach und nach jetzt entdeckt. Es beginnt wirklich ganz langsam und schleichend, dieser Horror, und es wird immer düsterer und düsterer. Und vielleicht habt ihr wirklich die Atmosphäre gespürt. Das ist so richtig typisch Laura Purcell. Sie hat jetzt mehrere Bücher schon im Fester Verlag veröffentlicht. Das Korsett, die stillen Gefährten, jetzt das Porzellanhaus. Und das ist alles so diese viktorianische Zeit. Einmal geht es um diese Anstalten. Einmal geht es um, ich will nicht zu viel verraten, aber die stillen Gefährten, das ist wirklich noch ganz besonders. Und ja, hier ist es das Haus mit den vielen dunklen Geheimnissen. Warum sind die Türen ständig abgeschlossen? Und was hat es mit diesen Feen auf sich? Fragen über Fragen. Wenn ihr also wirklich jetzt so zur Halloween-Zeit was wirklich richtig Unheimliches, Niveauvolles, Anspruchsvolles und ganz Besonderes lesen wollt, dann empfehle ich euch wirklich Laura Purcell. Behaltet das ruhig auch im Hinterkopf, so zum Beispiel für Weihnachten, wenn ihr Familienmitglieder oder Freunde oder Freundinnen habt, die gerne lesen, die werden alle Laura Purcell lieben. Es ist wirklich eine ganz besondere Form von Horror. An die kommen auch Leute, also an diese Form kommen auch Leute ran, die vielleicht sonst nicht so viel Horror lesen. Ist natürlich ein gruseliges Buch, aber es ist wirklich sowas ganz Besonderes. Ich
kann es selber nicht beschreiben. Ihr müsst das erleben. Das Buch ist wirklich ein Erlebnis. Und ich hoffe, der kleine Ausschnitt hat euch ein bisschen neugierig gemacht.